Na? Schön, dich wiederzusehen. Also, Bella und Bulli kennst du ja jetzt. Und es gibt noch jemanden, den ich dir vorstellen möchte. Und das ist Boss. Er ist oft alleine. Er mag Kakao, aber keine Mathe-Hausaufgaben. Boss heißt eigentlich Viktor. Ich besuche ihn jetzt mal. Kommst du mit? Los! Ali, hey. Nun gut, wo fange ich an? Oh. 7 + 4 ist 11. 11. Okay, das geht. 13 + 5. 14, 16, 17. Ich glaube, das ist 18. 18. Ist ja gar nicht so schwer. 14 - 5. Oh. Plus kann ich aber minus. Ich wusste das immer. Das ist 11. Oder 8. Ach Mann, ich rufe jetzt Papa an. Hallo Papa, hörst du mich? Moment, ich krieg gerade einen Anruf. Hallo? Hallo Papa, ich bin's, Viktor. Hey, Viktor, na Chef, wie geht's? Alles klar bei dir? Sag mal, hast du schon was gegessen? Sag mal, gibt's irgendwas Dringendes? Ich bereite dir gerade ein ganz wichtiges Meeting vor. Hm? Papa, kannst du mir bitte mit den Hausaufgaben helfen? Ich kann das nicht mit dem Minus. Och, Mensch, Chef, das verstehe ich total. Können wir das Problem andermal lösen? Ich rufe dich später zurück, versprochen, ja? Ich setze dich auf meine Prio-Liste ganz nach oben. Hm? So, da bin ich wieder. Ja, Sansi Gabriel, er kann den Dead-Termin, den Deadline absolut fixen, ja. Oh Mann, wie soll ich das denn schaffen? Ich muss bis 4 Uhr die Hausaufgaben an den Lehrer zurückschicken. Liebe Schüler der Klasse 1c, die Hausaufgaben müssen bis spätestens 16 Uhr per Mail an mich zurückgeschickt werden. Viele Grüße, euer Lehrer, Herr Metzger. Oh Mann, ich schaff das niemals! So ein Mist! Oh Mann! Jetzt muss mir Papa wirklich helfen. Georg, wir nehmen nicht die Autobahn. Wir fahren hier schon ab. Geht schneller. Papa? Hey, Chef! Hab gerade einen kleinen Timeslot für dich. Wollte ich auch gerade zurückrufen. Na? Wie läuft's bei dir? Nicht so gut. Kannst du mir bitte bei den Mathe-Hausaufgaben helfen? Du hattest doch eine Frage gehabt. Was wolltest du wissen? Wie geht Minus? Ja, das war was mit Rechnen. Plus oder Minus? Minus. Minus ist ganz einfach. Pass auf, das hat mir auch immer geholfen. Mein Großer, geh mal in die Küche und hol mal die Zahnstocher. Die liegen... Was? Und am Ende hast du dann das richtige Ergebnis vor dir zu liegen. Bei Plus machst du es ganz genauso. Nur. Was? Papa, was für ein Ergebnis und was für Zahnstocher? Wirst du merken, es erklärt sich dann ganz von selbst. Okay. Hallo? Papa? Papa? Gut, mein Großer. Bin stolz auf dich. Wir schaffen das. Bis heute Abend, ja? Aber ich hab's nicht verstanden. Bring dir auch was Schönes mit und küss Mom. Warum bist du denn nie da, wenn ich dich brauche? Was mache ich denn jetzt mit der Aufgabe? Und Mama ist auch nicht da. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kakao.
Jetzt haben die auch noch vergessen, Kakao zu kaufen. Und ich bin bis heute Abend alleine zu Hause. Hä? Aber ich hab... Was ist das denn? Okay, du kannst das. Also, wie war das nochmal? Wie geht das mit dem Minus? Papa? Papa, hast du doch Zeit? Dein Papa macht gerade seine 5 Minuten Power-Meditation. Georg, du bist es. Was gibt's? Du, ich habe mitbekommen, dass du Hilfe bei den Hausaufgaben brauchst. Ja, und? Ich denke, ich kann da ein bisschen mithelfen. Georg, du bist doch unser Fahrer. Das kann nur Papa. Alles klar. Ja, ich dachte nur, weil ich früher so Nachhilfeunterricht gegeben habe, aber ist egal. Also dann. Was für Nachhilfe? Halt, was? Ja, bitte? Was für Nachhilfe? Auch für Mathe? Oh, auch Mathe. Okay, vielleicht kannst du mir doch bei einer Aufgabe helfen. Na, ich versuch's. Wie ist denn die Aufgabe? 9 minus 4. Okay. Nimm mal deine Finger, zähl 9 ab und stell dir vor, das sind Elektro-Pommes. Okay, also ich nehme meine Finger und ich stelle mir vor, das sind leckere Pommes. So, und jetzt isst du 4 Pommes auf. Lecker. Und wie viele hast du jetzt noch übrig? 5. Na siehst du, 5 ist richtig, das kannst du auch hinschreiben. Okay, dann machen wir weiter. Nächste Aufgabe. Viktor, ich muss Schluss machen, hier geht's jetzt weiter, aber die Aufgaben sind jetzt soweit gelöst, oder? Ja, danke. Bis bald. Ja, wenn ich dich irgendwann wieder in die Schule fahre. Tschüss. Tschüss. Wissen, wie es weitergeht? Bella, Boss und Bulli von Volker Ludwig. Bald in deinem Gripstheater. Mm-mm.